Landwirtschaftliche Emissionen, die Folgen des Klimawandels und knapper werdende Ressourcen stellen die Agrarwirtschaft vor große Herausforderungen. Ohne den Gedanken an Kreisläufe wird eine ökologische Landwirtschaft in Zukunft nicht möglich sein. Das Projekt Suskult stellt sich diese Aufgabe. Eine Vision ist für 2040, 2050 einen Kreislauf zu etablieren. In Suskult werden Produkte angebaut, die dann unter anderem mit den Nährstoffen aus einer Kläranlage kultiviert werden. Aber auch weitere Ressourcen, zum Beispiel CO2 oder Wärme, werden wiederverwendet. Gemüse mit Nährstoffen aus der Kläranlage? Die Idee klingt ungewöhnlich, aber clever. Denn mit Suskult werden knappe Ressourcen wiederverwendet und die wachsende Stadtbevölkerung durch lokalen Anbau mit frischen Lebensmitteln versorgt. Früher waren Kläranlagen am Rand der Stadt angesiedelt. Durch die Ausbreitung der Städte sind mittlerweile die Kläranlagen in das eigentliche Stadtgebiet hineingerückt. In unserem Konzept wird die Kläranlage umgebaut und zu einem Nährstoffcenter entwickelt. 15 Partner aus Forschung und Praxis arbeiten an der Umsetzung dieser Vision und entwickeln Suskult als ein Agrarsystem der Zukunft. Die Pflanzen werden in sogenannten hydroponischen Systemen angebaut, die auf Erde oder anderes Substrat verzichten. Wie die idealen Wachstumsbedingungen für Salat, Tomate und Co. aussehen, wird an der Hochschule Osnabrück erforscht. Also wir haben die Tropfer. Jeder Tropfer versorgt eine dieser Rinnen. Die Nährlösung fließt an den Salatpflanzen vorbei. Die Salatpflanze hat die Option, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Die Nährlösung, die nicht aufgenommen wird, wird wieder zurückgeführt, aufbereitet und erneut wieder über das Tropfersystem in das System geschickt. Also wir müssen sehen, dass pflanzenartspezifisch einmal das Nährlösungskonzept passt und das Belichtungskonzept. Und das kann sich variieren in der Lichtintensität und der spektralen Lichtzusammensetzung. Mithilfe der neuen LED-Technologie können Tagesgänge ganz normaler Form nachmodellieren. Wir können einen Sonnenaufgang darstellen, wir können einen Sonnenuntergang, wir können Spitzenzeiten zu den Mittagszeiten. Aber wir können auch je nach Pflanzenart identifizieren, ob die Pflanze das überhaupt braucht. Und wenn man das jetzt in einer vertikalen Form umsetzt, dann nutzt man die Fläche sehr, sehr effektiv. Und in urbanen Räumen ist genau das die Herausforderung. Im Jahr 2050 werden laut Prognosen weltweit 66% der Menschen in Städten leben. Suskult kann dazu beitragen, die Lebensmittelversorgung im urbanen Raum zu sichern. Mit Salat allein wird das schwierig. Für die Forschenden bleibt daher die Frage: Wie bekommen wir den Menschen im urbanen Raum mit solchen Kultursystemen auch ein Stück weit satt? Wenn wir in solche hochintensiven Kultursysteme gehen, suchen wir Pflanzenarten, die wichtige Inhaltsstoffe beinhalten, wie zum Beispiel Proteine, Vitamine. Da haben wir die Wasserlinse, die Moringa-Pflanze, die Süßkartoffel. Und dann treibt uns natürlich um, wie viel können wir von solchen Pflanzen ernten? Und an der Süßkartoffel ist das wunderbar darstellbar. Wir wollen zum einen natürlich die sekundär verdickte Wurzel als Süßkartoffel ernten, aber wir können auch die gesamten Blattmassen sinnvoll nutzen, also in Form von Frischgemüse. In den Containern wird aber nicht nur Gemüse mit hohem Nährwert kultiviert. Erforscht werden zudem neue Anbaumethoden für exotische Pflanzen wie Pfeffer oder Vanille. Aufgrund des Klimawandels am Originalstandort gibt es große Probleme mit dem Anbau. Und da braucht es schlaue Alternativen, die wir zunächst in solchen Indoor-Farmen hier erstmal erproben und erarbeiten können und dann prüfen, inwiefern wir solche Ansätze vielleicht sogar an den originären Kulturstandort werden transferieren können. Dem geernteten Gemüse sieht man seine Herkunft am Ende nicht an. Das Wissen um die Nährstoffe aus der Kläranlage könnte die Kauflust jedoch bremsen. Die große Herausforderung ist natürlich, dass wir alle solche Produkte dann auch akzeptieren. Natürlich sehr wichtig ist, dass da keine inhärenten Risiken aus dem Abwasser in die Pflanze übertragen werden. Aber sicher müssen wir bei diesen neuen Produktionsmethoden und gerade auch der Aufbereitung Transparenz schaffen. Die Transparenz wird zu mehr Akzeptanz führen, wenn die Schritte nachvollziehbar sind. Und ein Aspekt in Suskult ist auch, dass wir da neue Zertifizierungssysteme andenken,
wo dieser gesamte Produktionszyklus eigentlich nachvollziehbar und anschaulich dokumentiert wird. Die Frage nach der Akzeptanz in der Bevölkerung hat im Suskul-Projekt einen zentralen Stellenwert. Erste Umfragen zeigen, dass es durchaus Offenheit für lokale Produkte aus der Kreislaufwirtschaft gibt. Die Projektpartner schauen zuversichtlich in die Zukunft. Das ist also jetzt so eine Dachgewächshausfarm. Dieses Gebäude könnte wirklich auf einer Kläranlage stehen. Hier könnten also Gemüse produziert werden, bestimmte Pflanzenarten kultiviert werden. Genau, das wäre ja im Grunde genommen eigentlich eine Fortentwicklung von dem, was wir im Moment machen. Aber zukünftig wäre das dann eigentlich eine gute Struktur. Suskult ändert den Blick auf Kläranlagen gewaltig und hat das Potenzial, auch das Stadtbild nachhaltig zu wandeln. Da kann man natürlich sehr visionär sagen, dass vielleicht zukünftig an der Kläranlage ein Marktstand entsteht, ein Einkaufszentrum entsteht oder dass die Produkte dann über kurze Lieferwege eigentlich in die Stadtzentren hineingeliefert werden. Das wird sich aber zukünftig erst noch entwickeln.